Von hier kann ich den nicht treffen. Ich würde aber ganz gerne euch mal triggern, schnell, wenn es geht. Wie er ein Fläschchen nimmt. Ha, wie sie es nicht raffen. Wie sie es einfach nicht raffen. Witzig. Ist der Drache weg? Warum ist der Drache weg? Als ob der Drache despawnt, wenn ich das Leuchtfeuer entzünde. Als ob. Komm, als ob. Oh, ja, yeah, doch, das Leuchtfeuer kenne ich. Jetzt weiß ich, wo das ist. Das ist auf der anderen Seite. Da haben wir nämlich damals so eine Ritter, so eine Schwarzritter-Axt, glaube ich, gefunden. Oh, ja. Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Tatsächlich weiß ich jetzt, wo ich bin. Das hat noch einen tieferen Sinn, dass wir jetzt hier sind. Hier war wohl mal eine Statue. Einen tieferen Sinn hat das nicht. Ist der Drache jetzt echt weg? Ich meine, es ist jetzt nicht schlimm, ne? Ich kann es im New Game ja machen, aber... Ist der jetzt echt weg? Despawnt der wirklich? Ich glaub's irgendwie nicht. Ich gehe jetzt noch ein bisschen zurück, vielleicht kommt er wieder. Wenn er das wirklich nicht tut... Ja, dann GG. Der scheint nicht zu kommen. Hey, Solar Guy. Der ist weg. Schade. Der ist echt weg. Ja gut, was bleibt uns dann noch? Mir würde jetzt nichts mehr einfallen. Von alleine es zu wissen. Was könnte ich oder was muss ich vom Endboss jetzt noch unbedingt erledigt haben? Jetzt nämlich nichts. Also alles nur, was irgendwie storyline-technisch wichtig ist, nicht was ich im NG mache. Weil ansonsten würde ich das Finale schon echt gerne endlich mal sehen. Hier unser Ritter eigentlich wieder? Ne, der ist tot dann. Ne? Der ist dann tot. Okay. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Ich glaube, ich habe soweit alles. Nicht der DLC, den machen wir im New Game. Habe ich jetzt schon 100 Mal gesagt. Weil ansonsten... Was hier dann? Wir machen das mit dem Drachen im New Game dann. Ist ja nicht schlimm. Ich wüsste nicht, dass wir sonst noch nicht haben.
Wie gesagt, den Rest mache ich alles im New Game. Also alles sammeln etc. Also, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, mir klare Ansagen zu geben, wo ich genau hin muss, weil das noch irgendwie in einer kleinen Ansage wichtig sein kann. Vor dem Ende. Ansonsten waren wir überall. Also vom Gebiet her, also wir waren von den Gebieten her überall, da bin ich mir sicher. Aber ob ich halt jetzt noch irgendwas wirklich, 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 wirklich Relevantes gesehen habe. Ja, und was soll ich jetzt mit Lost Isolate anfangen? Ich hab gesagt, was genau? Ich lauf doch jetzt nicht dahin und dann dreh ich mich 300 Mal im Kreis, bis mir einer winkt. Klare Ansagen jetzt. Natürlich brauche ich die Waffe von dem Drachen, das gehört zu 100%. Ansonsten auf meiner 100%-Liste sind halt nur Sammelsachen oder Farmsachen. Und das ist halt jetzt nicht sonderlich spannend. Aber warte mal, habe ich noch irgendwelche super Dinger, die ich. Ich habe noch eine Götterglut. Wer macht die Götterglut? Ja, dass so Sachen wie die NPCs killen und alle Bonfires erhöhen, das mache ich ja dann schon auch noch. Aber das ist jetzt auch nicht wichtig erstmal. Sondern mir geht es jetzt nur darum, ob ich irgendwas vor dem Endboss noch gesehen haben muss, weil es wichtig ist. Oh, doch, jetzt würde mir was einfallen. Da dürft ihr mir auch sagen, was genau oder wie ich genau dahin komme. Was ist denn da der cleverste Port? Wieder zu Chaos-Ding? Mir würde jetzt nämlich schon noch was einfallen. Und da dürft ihr mir sagen, wie ich das öffne, da ich es selber nicht rausgefunden habe, scheinbar. Kacke, komme ich da echt nirgends besser hin? Das ist Steindrache. Ah! Du bist der Steindrache. Alles klar. Wollte schon sagen, den Port kenne ich nicht.
guck mal, was nicht alles für Ports gibt, die ich jetzt erst finde, ey, scheiße. Ja, ich glaube, dann muss ich, nee, da kann ich... Müsste ich mich nicht auch zu... Alter, das Grabesfürsten, dann die Tiefen, Gemeinde der Untote, Katakombe der Giganten. Was ist denn jetzt die Katakombe der Giganten nochmal? Ach, ist das unten beim Fürst, oder wie? Naja. Guck grad mal, der Fürst. Ich versuche jetzt gerade nochmal herauszufinden, was war. Ach, das ist unten bei Nito gewesen. Oder wie der hieß. Archiv? Gab's keinen Port? Gab's eigentlich keinen Port? Abgrund? Doch, es gab doch einen Port bei... Was war denn das für eine verdammte Scheiße? Ach, guck mal, lauter Sachen, die ich jetzt zum ersten Mal sehe. Ich habe mich da nie hingeportet. An der London kann man der Prinzessin Abgrund. Tiefen, Steindrache, Grabesfürst, Tochter des Chaos. Wo ist denn der Port nach Lost Isolith? Da gab's doch einen nach dem Endboss, oder nicht? Spinn ich? Nee, da gab's keinen, oder? Scheiße. Guck mal, wir haben den Port zum Abgrund. Das erklärt deine Frage mit den vier Königen, oder? Wir haben alles bis auf den Endboss, wenn mich nicht alles täuscht. Sonst muss ich ja wirklich über die Tochter des Chaos dahin, kann das sein? Da es jetzt nicht besser wüsste. Ja, nee. Das macht schon Sinn wegen dem Aufzug. Ich glaube, das war der einzige und schnellste Port, ne? Naja. Das ist schon richtig. Schneller werde ich kaum hinkommen. So, das heißt, weil ich habe mich vor dem Boss quasi noch nicht perfekt umgeguckt, sollte ich das mal eben noch machen, oder? Da gab es echt keinen besseren Port, das ist ja grausig. Ob ich morgen Abend noch streame, weiß ich nicht. Bei mir. Keine Ahnung. Da ich Freitag früh, wegfahre, weiß ich noch nicht, ob ich danach noch was bei mir mache. Kann sein. Aber es wird dann wahrscheinlich auch nichts anderes als hier bei Dark Souls ein bisschen rumfarmen sein. So, die ganzen neuen Spiele fangen wir dann erst nächste Woche an, wenn ich Zeit habe.
Oh, scheiße, hätte ich das Bonfire mal lieber doch. Na egal. Ich mach's hier. Alles gut. Alles gut. Ach, das war nicht der Eingang. Oh, scheiße, folgt der mir. Wow, 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 wow. Fuck, war hier nicht irgendwo ein Eingang? Oh, hier ist noch eine Truhe. Was? Das ist gar nicht der richtige Eingang. Oh, scheiße. Huch, verlaufen. Scheiße, sind die aggressiv. Na ja, komm. Fuck. Scheiße, wo war denn dieser Mittelteil? Hier? Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Ist es hier so wie bei Dark Souls 3, dass ich nach dem Boss nochmal... nee, hier ist es nicht so, ne? Wenn ich nach dem Boss, das Feuer benutze oder weggehe, dann ist vorbei, ne? Das ist nicht so wie bei Dark Souls 3, dass du danach noch theoretisch die Möglichkeit hast, dich, zu bewegen, wie du lustig bist, ne? So, ich muss mich hier, glaube ich, mal noch, korrekt umgucken. Also, ich müsste vor dem Endboss quasi jeden NPC töten. Also jetzt nicht jeden, ich werde im ersten Anlauf nicht jetzt jeden töten, das ist mir zu blöd. Aber ein paar werde ich schon machen. Hier könnte zum Beispiel... Ich habe nämlich gesehen, dass hier noch ein Weg war, und zwar, weil der Boss war ja irgendwie so mittig. Die zu töten ist okay, gibt mir halt auch ein paar Seelen. Boah, muss ja irgendwie an Stärke 50 kommen. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher skillen sollen, wa? Ups, verklickt. Ja, Schaden ist real. So, hier war aber nichts, ne? Beziehungsweise, wie geht, dann geht's hier lang. So, und hier gibt's halt noch zum Beispiel viele verschiedene Wege, die ich alle nicht irgendwie gemacht habe oder so. Ja, guck mal, wo hier noch über Loot ist. Nicht, dass der Loot essentiell wichtig ist. Könnte aber sein. Gut. Ja, ganz ehrlich, du, Seelen kann ich mich auch drüber freuen. Das ist, sind gratis Seelen auf der Road to 50 Strength, hä? Und hier muss ich dann runter, damit ich wieder zum Anfang komme, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Weil hier geht's nicht irgendwie wieder hoch oder so. Oder doch? Wie praktisch. Okay. So, dann können wir natürlich hier als nächstes hin. So.
Heilige, sind hier noch viele. Ah, kann es sein, dass wir genau dahin kommen, wo ich gerade, wo ich glaube, dass ich hin will? Kann das sein? Ach nee, ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Seht ihr, wer da vorne ist? Mein guter alter Kollege, dieser komische Schmiedetyp. Hey, mein guter alter Freund. Und hier ist eine echte Scheißposition, den zu bekämpfen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hab's mir schon gedacht. Und auf der anderen Seite ist wahrscheinlich das Tor, oder? Scheiße. Scheiße. Muss ich echt an dem vorbei? Boah. Das ist ja scheiße. Ja, gut, aber das klärt auch nicht so viel auf. Wie unnötig. Nee, dann renne ich jetzt aber durch. Das ist somit einer der hässlichsten Mini-Bosse, die es in dem Spiel gibt. Es wird wahrscheinlich vollkommen egal sein, ob ich dahin gehe oder nicht, oder? Es ist wahrscheinlich nur eine Abkürzung. Also ich mache halt eine Abkürzung auf. Mehr wird das nicht sein, oder? So, hier war der Boss. Warum ist hier hinten noch so ein Kollege? Da nichts zu tun. Windows 10 jetzt herunterladen. Alter, Microsoft, willst du mich verarschen? Sehe ich so aus, als würde ich jetzt Windows 10 runterladen wollen? Oha, immerhin noch eine Kiste. Chaos Feuerpeitsche. Das ist bestimmt einer der Zauber, die ich noch gebraucht habe. Das ist gut. Dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Dann hat es sich sehr gelohnt. Ah, muss ich schauen, dass ich an dem irgendwie vorbeikomme. Am liebsten wäre mir, dass ich den gar nicht bekämpfe, weil er mir einfach nur so tierisch auf den Sack geht. Digital, guckst du mal in meine Twitch-Highlights, findest du alle vier Teile schön gegliedert zum Nachgucken. Rasten die! Hallo, 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 hallo! Schön drei auf einmal, nice. So, Kollege. Kann ich an dir einfach vorbeilaufen? Das mit dem Vorbeilaufen dürfte hier schwierig werden, oder? Sorry, aber ich habe keinen Bock. Nicht auf dieser Plattform. Da falle ich runter und dann bin ich genervt. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh, ist das... Hallo, mein kleiner Freund. Bleib hier.
Schön. Da ist sogar ein Leuchtfeuer. Are you kidding me? Moment mal. What? Ich bin die Sonne? Ist er besoffen? Oh, krieg ich jetzt die Solarrüstung? So dark. Ja. Und ich habe mich schon gefragt, wie komme ich eigentlich an die Solarrüstung, ohne den Solartypen zu töten? Und hier ist kein Bonfire. Nein, das war einfach nur diese, das waren einfach nur die Augen von den Viechern, ey. Oh. Oh. Ja, dann ist ja alles gut, Digital. Sonnenlichtmade, okay. Servus. Ja, das ist eine gute Idee gewesen, hier nochmal hinzugehen. So können wir zusammenarbeiten. Das war ein sehr guter Tipp. Das war ein sehr guter Tipp. Wow, hauptsächlich trifft das Vieh nicht. So. Gleich mal gucken. Wir haben von ihm bekommen das Sonnenschild. Der Schild des Sonnenritters Solaire von Astora. Er trägt dieses heilige Symbol, aber da es Solaire selbst entwarf, hat es keine göttlichen Kräfte. Tatsächlich ist Solaires unglaubliches Können ausschließlich seinem Training geschuldet. Außerdem bekommen haben wir selbstverständlich Sonnenlicht-Talisman. Ein Medium zum Wirken göttlicher Wunder. Der Talisman des Sonnenritters Solaire von Astora trägt ein heiliges Symbol, das Solaire selbst angefertigt hat. Dieser Talisman gibt Solaires aufrichtiges felsenfesten Glauben wieder. Geil. Und wir haben bekommen... Haben wir noch eine Waffe bekommen? Nee, ne? Ich muss die ganzen doppelten Sachen mal ablegen. Komm, sonst scroll ich mir hier irgendwann einen Ast, Alter. Gar nicht. Sonnenlichtmade, das ist ein Kopf. Eine Made auf dem Kopf. Ein widerlicher Parasit, der im verlorenen Iselit haust. Vollkommen bewegungsunfähig, aber lebendig. Da er auf dem Kopf getragenes, gleißendes Licht verströmt, nennt man ihn auch Sonnenlichtmade. Herne, herzlichen Glückwunsch, ey. Und wir kriegen noch, natürlich noch die Solarrüstung. Die ist super. Wo ist er denn? Da. Die Rüstung des Sonnenlichtritters Solaire von Astora. Sie ist zwar von hoher Qualität, besitzt aber keine nennenswerten Kräfte. Solaires erstaunliche Brillanz beruhte offenbar allein auf seinem harten Training, denn seine Ausrüstung ist mitnichten außergewöhnlich. Geil. Praise the Sun, Leute. Praise the Sun. Ja, ne? Denkst du ja so, das ist die geilste Solarrüstung ever und dann ist die von uns jetzt ja richtig madig. So ist das, gell? Hoch. So. Und jetzt, wenn ich schon mal hier bin, muss ich gleich mal was gucken. Ob ich das jetzt schon mache oder im NG. Was für eine Auswirkung das hat. Hey! Mickey! Die Sonnenlichtmale hätte ich gestern gut gebrauchen können. Ach ja, schön. Sowas findet man halt immer erst später, gell? Hallo, Vicky. So. Ich
Jetzt muss ich was gucken, nämlich in meiner Liste. Irgendwann, aber da hatte ich ja, ich hab's ja vorhin sogar erwähnt. Muss ich mal gucken. Ja. Das war das mit dem Eid, ne? Die Schwester von Kelak, ihr findet sie direkt, ja, bla bla bla. Wir brauchen den alten Hexenring, haben wir den eigentlich? Ich meine schon, oder? Nein? Okay, wir haben den alten Hexenring nicht. Oh, ich weiß doch warum! Oh, warte mal. Warte mal. Oh, das ist jetzt richtig gut, dass die Sonnenlichtmade gedroppt ist. Die kann ich jetzt... Oh. Oh. Das ist nicht dumm. Das ist nicht dumm. Das ist ja richtig gut, dass es gedroppt ist. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt noch. Dann machen wir das jetzt noch. Mir geht es nämlich nicht darum, den Solär-Typen zu retten tatsächlich, sondern um die Belohnung, die ich von der guten Killer kriege. Die ist mir wichtiger. Das sind auch so Sachen, ne, die kannst du halt einfach nicht wissen. Es geht einfach nicht. Es ist vollkommen ausgeschlossen. Es ist vollkommen ausgeschlossen. Kein Mensch kann mir sagen, dass er von alleine draufkommt, erstmal ein die Sonnenlichtmade bei Snuggly zu tauschen. Ja. Um dann am Ende bei der Tochter des Chaos 30 Menschlichkeit zu opfern, damit sie dich auf Rang 2 ihres Eids hebt und dir die ultimative Belohnung gibt. Kein Mensch kann mir erzählen, dass er darauf kommt, ey. Das ist doch beschissen, Mann. Genauso wie mit die... Allgemein, auch der Typ mit seinen komischen Eier, wo du dich in den Eierkopf verwandeln musst. Alles vollkommen grenzwertig. Humanity Farm muss ich nicht. Ich habe mehr als genug. Ich habe Humanity so gut wie nie benutzt. Easy. So, ich muss nur rausfinden, wo Snuggly ist. Den habe ich nämlich... Oder beziehungsweise... Ja, also muss ich rausfinden. Nie getroffen, den netten. Allgemein wollte ich zu Snuggy noch gehen und alles umtauschen, bevor ich New Game anfange. Also kann ich quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ist das direkt hier? Irgendwo? Da sehe ich Eier, da sehe ich Eier. Eier. Tatsache. You give me warm, give me soft. Ach, wie süß. Mensch, euch habe ich ja echt ewig nicht gesehen. So, wenn ich das richtig verstanden habe, lege ich jetzt tatsächlich den Scheiß hier ab. Nein? Kann ich dir doch... Also in Dark Souls 3 ging das auch nicht, dass ich ihr Rüstung gebe oder so. Zum Beispiel, kann ich dir eine Silbermünze geben? Ich muss es neu starten. Nach was? Neu starten, nach hinlegen?
Was ist das denn für ein Quatsch? Das macht das Ganze ja noch unverständlicher. Wie gesagt, nicht, dass der Weg an sich schon beschissen ist. Aber dann auch noch das Spiel zu beenden, nachdem er es hingelegt hat? Really? Verarscht mich doch alle, ey. Ihr macht mich doch fertig. You. You. Give me. Warm. Give me. Da liegt wirklich ein Ring. So ein bescheuerter Blödsinn. Wer kommt denn da drauf? Ring einer alten Hexe. Der Ring trägt eine feine Inschrift einer seltsamen, nichtmenschlichen Sprache, doch ist anscheinend nutzlos. Völliger Blödsinn, ey. Vollkommener Blödsinn, ey. Okay. So, du wolltest irgendwas Warmes haben. Warm und weich. Ja, hier, ich weiß nicht, ob die Blüte warm ist, aber eine kriegst du mal. No, no. Das ist mir auch einmal in Dark Souls 3 passiert. Das ist mir auch einmal in Dark Souls 3 passiert. Das war mein Fehler. Entschuldigung. Ich hasse das. Das passiert leider eben nicht zum ersten Mal. Oh, damit. Passiert. Tut mir leid. Aber hey, wie gesagt, 50% meiner Tode sind, weil ich irgendwo runterfalle. Easy. Das ist geskriptet in meinem Leben. Ah, falsch. Oh, Entschuldigung. Schwerkraft und ich werden keine Freunde mehr. Snuggly, wir müssen noch ein paar Sachen tauschen. Hilft alles nichts, tut mir leid. Oh, wie lässig er drauf stehen bleibt. Der rollt nicht mal mehr. Krasser Typ, ey. So. So, meine Lieben. Diesmal bitte ohne die B-Taste. Also das ist, wisst ihr, warum ich B gedrückt habe? Weil Konversation, in so vielen Spielen muss man dann logischerweise B-Kreis drücken, damit die Konversation weggeht. So. Was ist damit? Ist das jetzt auch so? Ich habe das hingelegt und muss jetzt beenden. Ist das bei jedem Item, wo sie nichts sagen, oder woran erkenne ich, wie das läuft? You. Give me. Ach was, zweimal Läuterungsstein? Was es nicht alles gibt. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, jedes Mal, wenn sie nichts sagen, muss ich mich ausloggen. Kann ich mich nicht so drehen, dass, wenn ich aus Versehen B drücke, nicht runterfalle? So. Jetzt hat sie auch nichts gesagt. Jetzt mache ich die Partie wieder aus. Wer lässt sich denn sowas einfallen? Das ist doch total bescheuert. Du legst was hin, die sagen nichts, du loggst dich aus und plötzlich liegt da was Neues. Tatsache. Okay, erstes Flakon legen wir natürlich nicht ab. Speckstein. Frage.
Kann ich jetzt zum Beispiel auch solche Sachen wie die Specksteine ablegen? Nee, ne, das geht nicht. Okay. Hat sich erledigt. Ich kann's nicht. Haben wir schon an Denken. Aber dadurch, dass wir jetzt sowieso gleich den Endboss machen, kann ich ja eh alles ablegen. Es ist wurscht, ne? No, no. Okay. Du nicht. Drachenauge wird nicht gehen. Doch theoretisch kann ich den Drachensteinkopf ablegen. Brauche ich den Drachensteinkopf jetzt für diesen Run noch oder kann ich ihn ablegen? No, no. That. Alles klar. Ich lege alles ab, was ich ablegen kann, Leute. Das habe ich jetzt auch abgelegt. Hier Moosklumpen. Ich glaube, das fandet ihr mal ganz geil. Echt, ihr erzählt nichts? Okay. Beim Moosklumpen erzählt ihr mir nichts? Wow. Okay. Das ist bescheuert. Das kostet einfach nur Zeit. Aus Moosklumpen wird Funkeltitanit. What the fuck? Okay. Die kann ich ja nicht ablegen, weil die ausgerüstet sind, ne? So, das dauert jetzt ein bisschen, Leute. Tut mir leid. Aber ich muss das machen, bevor ich das NG anfange. Sonst verpasse ich ein paar gute Sachen. Und wenn es nur Funkeltitaniten sind, die brauche ich alle, um meine Waffen aufzuwerten. Das ist alles in Ordnung. Wenn die mir nix... Das ist doch bescheuert. Warum? Warum? Warum so umständlich? Sollen sie doch einfach... Apfelmus rufen und dann habe ich alles. Das ist doch scheiße. You. Give me. Give me. Zweimal Funkeltitanit. Junge. Not bad. So, Läuterungsstein. Ja oder nein? No, no. Okay. Ist allgemein so, oder? Alles, was ich kriege, lege ich nicht wieder hin, oder? No, no. Das hätte ich eh nachkaufen können. Das wäre mir nicht so wichtig gewesen. Brandbombe wäre auf jeden Fall noch so ein Kandidat, oder? No, no. Nein? Nee, die Schwarze oder Großaxt probiere ich nicht aus. Wie lange ich noch... Ich muss erstmal jetzt auf 50 Stärke kommen, dann reden wir über neue Waffen. So, schwarze Waffe... Das ist nicht warm und weich. Weißt du's? Hast du dich schon draufgesetzt? Wurfmesser? Gut, Wurfmesser sind nicht warm und weich, wa? Wie wär's mit einem Kuchen? Ja? Einen Kuchen willst du? Ja, der Küchlein? Von mir aus. Leute, wir werden mindestens bis New Game plus 3 spielen, beziehungsweise wir müssen 2,5 Runs machen, um 100% zu kriegen. Also stellt euch drauf ein. Und das aber auch nur wegen dem Wolf. Der Wolf ist der einzige Grund, warum man 2,5 Runs machen muss. Tatsächlich. Das habe ich schon nachgeguckt. Ich wollte ja wissen, ob ich überhaupt mich dran setzen kann an 100% und so wie ich sehe... Kann ich mich dem stellen? Ich möchte es halt auch einfach, weil ich das Spiel so unendlich liebe. Alter, komm. No, no. Hallo, Med.
Köderschädel habe ich ausgerüstet. Augenblick. Köderschädel. Köderschädel. No, no. Nein? Was? Und ich hatte mich auf das. Kommt doch direkt danach! So lange dauert das nicht. Ich kenne das Spiel ja jetzt. Ich habe immer eine Liste, wo ich welche Items finden muss, die ich brauche. So lange werden wir nicht brauchen. No, no. Nicht übertreiben. Heimkehrknochen. No, no. Prismastein. Ist das eine Ausnahme mit dieser, mit diesem Rüstungsteil gewesen? Oder kann ich zum Beispiel meine doppelten Schwerter hinlegen und es kann was kommen? In der Dark Souls 3 hieß es, Waffen und Rüstung bringt nichts. Ach, ein Prismastein mögt ihr? Ja, und wenn wir nächste Woche immer noch Dark Souls einspielen, ja und? Was ist das Problem? Darauf wird es höchstwahrscheinlich sogar hinauslaufen. Abfall wollt ihr? Was soll ich sagen? Wer will, der will. Grauer Brocken für Abfall? Nehme ich. Silbermünze habe ich ja gleich schon ausprobiert, ne? Getrocknete Finger hätte ich noch. Getrocknet und trotzdem etwas warm. Die Zahl der Knöchel zeigt, dass es sich nicht um Menschenfinger... Hier, warm. Kann ich nicht ablegen. Ich nehme mal an, ich kann dann auch keine kleine Scherbe hier hinlegen, oder? No, no. Ich glaube, dann habe ich alles, oder? Weil... Ich meine, ich kann jetzt zum Beispiel das Banditenmesser hinlegen. No, no. Also wenn es jetzt nichts explizit gibt, was ich dann noch hinlegen soll, dann würde ich jetzt, gehe ich jetzt nicht alle meine Waffen durch. No, no. Sondern wir verschwinden hier. Was Humanity geht, ja. Na gut, eine kann ich entbehren. Okay, einen entbehre ich. Ich sagte, dass wir Bloodborne sogar wahrscheinlich erst in 2 Monaten spielen. Aus Gründen. Und gibt's da jetzt ein Problem mit? Ich glaube nicht. Gibt's einen Ring für Ring der Opferung? Aber Ring der Opferung hatten wir ja schon mal. Eine Doppelmenschlichkeit ist mir fast schon zu schade, aber wir wollen ja alles einmal sehen, wa? Noch ein Ring? Seltener Ring der Opferung, ja, als hätte ich es mir nicht denken können. Die Laterne geht noch. Ja, die Laterne gebe ich aber nicht her, die brauche ich im NG. Solange ich die Laterne erst einmal habe, gebe ich die nicht her. Ja. Wo auch immer sie war. Da. Die Schädellaterne gebe ich nicht her, die brauche ich im New Game ja nochmal. Welche Definition habe ich von 100%? Wenn Steam sagt 100%, ist 100%. Sonst noch irgendwas, was weg muss? Der Sack? Der Sack kann weg. Damit habe ich kein Problem. Einen Sack brauche ich nicht unbedingt. Gut. Der ist noch warm. Warm und weich, der Sack. Ich weiß, dass ich Bloodborne genießen werde und feiern werde. Deswegen ist Bloodborne ja auch der Abschluss meiner Souls-Reihe. Oh. Dämonenhammer? Was bist du denn?
Yes! Der sieht geil aus! Oida. Diese von Dämonen aus Steinurbäumen hergestellte Waffe wurde von den niederen Dämonen im nördlichen Asyl der Untoten verwendet. Die Axt verfügt nicht über Spezialkräfte, aber wer über ausreichend Stärke verfügt, kann die Feinde damit zu Brei verarbeiten. Holy. Nice. So. Und das habe ich jetzt gerade für einen fucking Sack bekommen. What the fuck, Alter? Was ist denn Sonnenlicht-Talisman? War das hier ein Ring oder was? Oder was war das? Sonnenlicht? Ah, nee, Sonnenlicht-Talisman. Hier. Warte. Das da? No, no. Nein. So. Sonst noch was ich hinlegen muss? Den Boss haben wir nicht beim ersten Mal getötet, also holen wir uns über Snuggles. Snuggly. Ist auch okay. Sind wir fertig? Gut. Gibt's jetzt noch irgendeine besondere Person, die ich finden muss, töten muss oder sonst irgendwas? Weil ansonsten würde ich jetzt ganz gerne den Endboss machen. Und wie gesagt, den DLC machen wir im New Game. Das mache ich ganz bewusst so. So. Und ansonsten gäbe es jetzt nur noch diverse Leuchtfeuer entzünden, entfachen und ein paar NPCs killen. Und natürlich jetzt das mit der Tochter des Chaos noch schnell fertig machen. So. Pass auf, wir haben doch jetzt diesen komischen Ring hier vorhin bekommen. Der alte Hexenring. Der Ring trägt eine feine Inschrift einer seltsamen nichtmenschlichen Sprache, doch ist anscheinend nutzlos. So, anscheinend, ja. So, und sprechen wir mal mit der netten Dame. Und sie redet mit uns. Was für eine Nette. Sehr geil. Erstens mal den Eid. Ja. So. Und jetzt muss ich hier die Menschlichkeit darbieten. Und zwar 30 fucking Mal. Das ist echt hardcore. Aber das muss ich machen, um den Chaos-Sturm zu bekommen. Den brauche ich für die 100%. Kurz mal gucken.
Da, das, der große Chaos-Feuerball, den haben wir bekommen für das Leisten des Eides bei ihr. Kurze Flamme des Chaos, die die Hexe von Isolette und ihre Töchter verzerrte, schleudert riesigen Chaos-Feuerball. Die Flamme des Chaos kann Steine schmelzen und vorübergehend einen Lavastrom erzeugen. Das haben wir bekommen, damit, dass wir bei ihr den Eid leisten. So. Und hier steht Belohnung für das Erreichen von Rang 2 im Eid. Dies schafft ihr, indem ihr der Tochter des Chaos 30 Menschlichkeit opfert. Ja. Da muss ich da wohl durch. Oh Gott, ist das teuer! Ich glaube, ich setze mal die Menschlichkeit direkt mal hier in die Schnellleiste, wa? Oh Gott. 30 Menschlichkeit! Hut ab! Aber was muss, das muss. Also, viel Spaß. Ich muss mir ein bisschen Menschlichkeit geben. So, und so, das Witzige ist, sobald wir ihr die 30 Menschlichkeit geopfert haben und den Chaossturm bekommen haben von ihr, töten wir sie. Das ist eigentlich schon traurig, oder? Weil wir töten sie, weil sie die Feuerhüterin ist. Blöd gelaufen. Boah, das tut schon echt weh, ey. So viel Menschlichkeit opfern, ey. 30, ich meine, ich habe da noch 14 Menschlichkeit, um ein paar Bonfires zu entfachen. Das ist okay. Ja. Oh, meine Liebe. Oh, my dear sister, don't mind me. It does not hurt. Muss ich das jetzt auch 30 Mal machen? Ich kann das nicht schneller machen. Dauert jetzt ein bisschen. Psst. Ich sag ja, alleine auf die Idee zu kommen, ist doch einfach nur pervers. Ich sag mal ganz ehrlich, Quälerei finde ich das nicht. Das ist kleine Geduldsprüfung, das ist nicht so schlimm. Ganz ehrlich. Und deswegen machen wir ja. Deswegen habe ich mich auch persönlich entschieden, dass ich jetzt diese ganze Farmerei nicht vor dem Endboss mache, sondern im New Game erst, weil wen das halt nicht interessiert, der kann ja dann irgendwie was anderes gucken. Oh, ich dachte jetzt schon, da wäre etwas anders, aber ich muss weitermachen. Aber immerhin, nach 10 hat sie mal was gesagt. Immerhin hat sie nach 10 mal was gesagt.
Gibt's noch ein paar Sachen, die ich noch machen möchte gleich. Dann passt das. Gucken, wie weit ich mit 32.000 Seelen noch komme. Das Vieh ist einfach so eine Mischung aus, das ist mit das ekligste, was du je gesehen hast und eigentlich eine ganz nette Dame. Ach, nach 20 sagt sie nix? Also was ist jetzt? Kann ich sie jetzt in Ruhe töten oder gibt's dann Rumgeweine, weil irgendwas nicht funktioniert? Ich meine, sie respawnt doch. Wenn ich ins New Game gehe, ist doch eher alles auf Null. Was sollte dagegen sprechen, die jetzt zu töten? Ach, der Gedanke ist so bitter. Du gibst ihr 30 Menschlichkeit und dann musst du sie töten. Das tut in der Seele weh, ey. Wenn ich schon wieder das Wort Glitch lese, da schrumpeln mir meine Eier. Hahaha, Pyrokarsturm bekommen. Yes. Thank you, Koila. Ein verliebt und höhere Ebene erreicht. Ich danke dir, meine Liebe. Tschüss. Mach's gut. War nett mit dir. So, und Tochter des Chaos Eid, fertig. Ups. Perfekt. So, mal gucken, was da noch ist. Scheiße, das habe ich verpasst, glaube ich, dieses Event. Meinst du da, dass ich den Chaossturm einfach da in diese Fellax-Typen reinschmeiße und alle verrecken? Ich guck mal, was ich noch machen muss. Ich überlege gerade, weil hier ist noch irgendwas. Und zwar, Kelana ist hier noch, ne? Kelana von Izalith ist noch hier. Die dürfte ich nicht gefunden haben in Schandstadt, ne? Weil die in Schandstadt erst zu finden ist, nachdem ich Kelak getötet habe. Aber dafür brauche ich meine Pyroflamme auf mindestens plus 10.
Aber ich glaube, das meine ich jetzt. Ist Kelanas tot? Wer war die denn? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Lost Isolus war die? Scheiße, ich überleg gerade. Wir haben einen NPC getötet in Lost Isolus? Der NPC vom Bed of Chaos. Scheiße, ich hab, wie gesagt, ich werd alt, ich hab ein Gedächtnis wie ein Sieb. Es war gestern, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass die Tussi da stand und ich die dann getötet habe. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Okay, wie auch immer, dann bin ich hier fertig. Dann bin ich ja hier fertig. Ach, dann muss ich das ja machen. Okay, alles klar. Dann darf ich nicht vergessen im New Game dann, dass ich die aufsuche direkt, nachdem ich Kelak getötet habe. Aber ihr werdet mir hoffentlich solche Sachen dann direkt sagen, während wir im New Game sind. Ja. Moment mal, was? Für diesen Eid müsst ihr einen Willewert von 50 haben? Das ist ein Witz, oder? Ah, okay. Das geht auch anders. Gott, ich sehe schon, manche Sachen sind ganz schön abartig zu machen. Auch sowas zum Beispiel, dass ich ein Eid bei Nito machen muss, bevor du den tötest. Pff. Da kommt ein Boss auf dich zu, den tötest du und denkst dich dran, dass du bei dem Eid leisten kannst. Was ist das? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, okay. Wow. Okay, pass auf. Ja, ich sehe schon, das mit Nito ist tricky. Aber da wir ja zusammen den NG-Run spielen, wir werden vor gefühlt alle 5 Meter werde ich euch fragen, ob ich irgendwas erledigen muss, was ich jetzt auch nicht auf die Schnelle nachlese, weil ich nicht dran denke. Aber jetzt würde ich sagen, wir töten sie und machen dann als einfach den Endboss. Why? Cause that's why. Und er greift mich jetzt auch an. Oh, wie süß. Soll ich die Feuerhüterseelen jetzt gleich? Soll ich jetzt gleich aufwerten oder erst später? Oh, diese Viecher waren so ätzend. Ich musste sie anvisieren, ne? Sonst hat er die nie getroffen. Huch! Ah, das ist nicht so schlimm. Ja, ist schon bitter, ey. Sie ist tot, wa? Jetzt ist natürlich dieses Feuer erloschen, ne? Aber da ich weiß, dass unten eins ist, ist alles in Ordnung. Ach, guck mal, Eibeseitiger kriegt 2 Stück.
Ich töte jetzt alles und dann gehen wir zum Endboss. Leute, die Menschlichkeit ist nicht RIP, die kann ich doch jetzt gleich verwenden. Bin auf Arbeit, schau dich, bin zu Hause, schau dich. Hoffe, ich bin nicht schwul. Hä? Verstehe ich nicht. So, weil, wenn ich das richtig verstanden habe... kann ich diverse Bonfire noch größer machen, oder? Ah, guck mal, jetzt habe ich eine 15 Estus verkostet. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, geht das bis 20. Kann das sein? Tschüss, Sebastian.